Hallo. Wir befinden uns gerade in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. Und wir stehen oben an den drei Kreuzen mit wundervoller Aussicht. Der letzte Teil der Reise hat in Ignalina aufgehört. Dazwischen gab es einfach nichts. Es ist nichts passiert. Die Leute scheuen sich vor fremden Menschen und fremden Sachen. Deswegen gab es da nichts aufzunehmen. Und wir führen unsere Reise hier ab Vilnius weiter und fahren südlich nach Polen rüber und dann die weißrussische Grenze entlang. Aber zuerst gehen wir da runter. Boah, ist das heiß hier. Weißrussische Grenze, gehört das eigentlich zu Russland? Offiziell nein und inoffiziell aber irgendwie schon, weil Putin seit 2020 ungefähr da so viel Macht hat. Der hat ja quasi die ganze Wirtschaft in seinen Klauen. Die produzieren dort ganz viel Treibstoffe und sind deswegen vom russischen Erdöl abhängig. Und auch beim Angriffskrieg hat man gesehen, dass viele Raketen halt von Weißrussland abgeschossen werden. Deswegen ja, wir können frecherweise behaupten, dass Weißrussland zu Russland gehört. Auch in Lettland haben wir in den letzten Videos gesehen, dass über Weißrussland viele Russen illegal in die EU reinkommen und deswegen die Spannung einfach so hoch ist. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was die Leute hier in Lettland zur weißrussischen Grenze sagen. Do you speak English a little bit? A little bit. I travel across Europe. I want to find out if people are afraid of the Russians. How to say afraid? I'm not sure they are afraid. Yeah. We are not afraid. There is much police, but here is are living very many Russian people. So especially in Vilnius are very many Russians. Yeah, okay. So we're not afraid. Okay, thank you. Bye bye. Ja, wie wir sehen können, ist die Situation hier ganz entspannt. War so zu erwarten in der Hauptstadt von Litauen. Die Leute machen sich vielleicht ein bisschen Sorgen, aber es gibt auch viele Russen, die hier leben. Es gibt hier eine erhöhte Polizeipräsenz, aber von Angst kann nicht wirklich gesprochen werden. Hallo. Deswegen gehen wir auch direkt zum Auto zurück und fahren weiter. Wir könnten natürlich noch eine kleine Städtetour machen, aber darum geht es hier in diesem Video nicht. Was wir wollen, ist Action, Action. Deswegen fahren wir jetzt direkt zur weißrussischen Grenze. Schauen nach, ob die Grenzpolizei hier in Litauen genauso hart durchgreift wie in Lettland, wo wir in den letzten Video ungefähr zweimal mit einem Bein im Knast standen. So, da ist Vilnius. Was haben wir hier? Nemesis. Das ist ja witzig. Und da fahren wir hin. Keine 5 Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt. Parkplatz auf dem Rasen. Top. Los geht's. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, zwei Jungs direkt an der weißrussischen Grenze. Die kann ich befragen. We speak English a little bit. I traveled across Europe and I want to see if people are afraid of the Russians. From my experience, no, a lot of people don't afraid of Russia. Yeah. In Estonia, they are not afraid. In Latvia, a little bit. In Latvia, for example, the Belarusian. They come over the border and it's a big problem there. Did you hear something too? A lot of police and stuff like this? Oh yeah, I remember my friend tell me about this. Yeah. That one Russian officer, he was walking Turgeli, we have some little village. He stopped at border police and say, I'm a Russian officer and he's run from Russian. Oh, yeah, okay. he said, yeah, we stopped this border police. Yeah. And I think that they don't give him a house. I don't know what happened to him. Yeah. And other stories say that army have walking, Lithuanian army. Yeah. A little bit. Eight people, one tank. Also riding from Trugeli because that Wagner. Wagner. Russian Wagner. The Wagner group. Yeah, walking for the board. The border? Yeah, that they were here? Yeah, the board. Board. Huh? Holy crap. That's crazy. Crazy. Okay. Provocation. 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 That was provocation from Wagner. And in Estonia, to the Russian border, it's nothing easy. I was driving along the Russian border, and as soon as I came to Belarus, only police problems stop here, and I need to sign papers. If I go near the border, they arrest me immediately. They said, like, oh, the Baltics, there are problems. So I said, okay, I go there. All right, I take a route here. Good. Thanks, bro. Yo, have a nice day. Die Wagner-Gruppe war hier.
die Wagner-Gruppe, die aggressive Söldnergruppe Putins, die für das Massaker in Bucha zuständig war, war hier an der Grenze und hat die Grenzpolizei provozieren wollen. Das ist crazy, das ist echt crazy. Wir sind hier ungefähr 2 Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt. Und die Jungs haben ebenfalls erzählt, dass die hier einen Grenzpolizisten persönlich kennen, der erzählt hat, dass die hier einen russischen Offizier vom russischen Militär festgenommen haben, der vor dem Einsatz geflüchtet ist. Also es gibt hier tatsächlich russische Soldaten, die hier zu der Grenze kommen. Was glotzt ihr denn alle so? Und wie immer an jeder Grenze ist hier totaler Frieden. In den Häusern leben überall Menschen, die reden aber gar kein Englisch. Meistens ältere Herrschaften, die in der Regel hier in Osteuropa auch ein wenig xenophobisch sind. Das heißt, die haben Angst vor den Fremden. Aber meine Erfahrung ist es, wenn man mit denen das Eis zu brechen, dann sind das einfach die nettesten Menschen, die es gibt. Boah, das sieht aus wie in so einem Freizeitpark, diese Farben. Das sind echt Momente, die die Seele berühren. Ja, auf dem Foto sieht es natürlich scheiße aus. Aber ich finde, dass es trotzdem auffällig ist, dass in Lettland viel mehr Polizei unterwegs war und viel mehr kontrolliert wurde. Und ich sehe hier gar kein Militär und gar keine Polizei. Also scheinen die Flüchtlinge doch eher auf Lettland zu stehen als auf Litauen. Mal gucken, wie nah wir an die Grenze rankommen. Ich habe schwarze Klamotten an, dann kann ich mich im Busch verstecken, wenn das Militär kommt. Ich denke mal, da kommen Panzer, aber das sind Trecker. Entweder wird das jetzt total toll oder vollkommen in die Hose gehen. So, ich hau mal den Flugmodus rein, weil wenn sich das Handy in Russland einwählt, dann bin ich direkt 100 Euro los. Oh nein, ich habe keine Papiere dabei. Oh oh. Ja, da hinten ist noch ein Wachturm. Ich höre auch irgendwo, ach, das ist die Grenze, das ist ein russischer Wachturm. Das da ist wahrscheinlich ein russischer und davor ist noch ein anderer Wachturm. Das ist wahrscheinlich der litauische meine ich natürlich. Hier ist ein Militärgebiet und danach kommt die Grenze. Ja, ich weiß nicht, da jetzt ohne Papiere hinlaufen, das wird interessant. Da kommt ein Auto vom Militärgebiet angefahren. Puh. Alter, was ist hier los? Ich glaube, das war die lettische Grenzpolizei. Da kommt noch ein Auto, da kommt noch ein Auto. Ja, das war irgendwas Offizielles. Das war irgendwas Offizielles. 4 Autos. Ich bin nur einer, der spazieren geht. Wir gehen nur spazieren. Wir gehen nur spazieren. So, jetzt sind wir 1 Kilometer von der Grenze entfernt. In Kaliningrad auf polnischer Seite haben sie mich schon auf 1 Kilometer auseinandergenommen. Sie befinden sich in der Nähe der polnisch-russischen Grenze. Kommen Sie bitte nicht in die Nähe der Grenze. If you go 1 meter behind the line, yes, they can arrest you. Yes. And yes, you're yes, in jail. Yes, yes. Okay. Yeah, I know. Okay, you know. Okay, okay. Okay. Boah, was ist das denn? Da ist ein Turm. Sieht aus wie eine ganze Kaserne. Und dahinter direkt müsste eigentlich die Grenze sein. Ja, bei so viel Bewegung... Oh, da hinten ist auch noch ein Wachturm. Bei so viel Bewegung bin ich mir auch sicher, dass die schon längst mein Auto registriert haben und das Kennzeichen aufgeschrieben haben. Oh, da kommt schon wieder ein Auto. Mein Gott. Okay, also ich stehe kurz davor. Ich sehe einen großen Elektrozaun. Ich sehe ganz viele Kameras. Ich weiß nicht, ob man das Surren hört im Hintergrund. Das sind die Kühlung für PCs und solche Sachen, die Kühlung für Recheneinheiten und so. Ich will das nicht filmen, weil das sieht nach sensiblen Überwachungsgeräten aus. Hier sind auch ganz viele Wohneinheiten, diese Container. Und natürlich das große Gebäude mit den riesen Turmen drauf und so. Das filme ich nicht. Das sieht mir zu heiß aus. Wir sind jetzt an dieser Militärstation vorbei. Haben jetzt noch 500 Meter ungefähr bis zur Grenze. Und dann geht's auch schon zurück, weil wird nicht mehr lange hell sein. Und es wird hier verdammt schnell kalt nachts. Jetzt sind wir wieder weiter weg. Da ist die Militärstation. Ich habe da eben mehrere Personen lachen hören. Also die Stimmung scheint gut zu sein. Das beruhigt mich. Wenn die mich jetzt als verdächtig einstufen, lande ich direkt in U-Haft, bis meine Identität festgestellt wurde. Das wäre nervig. In Kaliningrad gab es einen fetten Graben im Boden und alle paar Kilometer ein Schildchen. Oh, da unten ist ein Schild. Hier steht auch schon irgendwas, was ich nicht verstehe. Wahrscheinlich, dass das hier schon Grenzgebiet ist. Die Grenze ist ja nicht eine klare Linie, sondern es gibt noch einige Meter Grauzone dazwischen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Probleme geben könnte, aber die Felder sind hier bestellt. Also müsste der Bauer sich ja auch hier frei bewegen können. Ich will nur das Schild sehen und dann hauen wir wieder ab. Boah, da ist ein Zaun.
Da ist ein Riesenzaun komplett durchgezogen. Ja, an dem Schild steht wahrscheinlich dran, stehen bleiben oder sie werden erschossen. Keine Ahnung. Oh, es ist hier auch so verdammt still. Ich will gar nicht laut reden. Echt super unheimlich. Stopp! Bla. Enter only upon authorization by State Border Guard Service. Ja, weiter gehen wir nicht. Boah, was für ein geiles Bild. Hat sich gelohnt. Übler als ich gedacht habe. Ich dachte, es wäre wie in Kaliningrad, einfach nur so ein Graben. Aber nein, das sieht nach einem 2 Meter hohen Zaun mit NATO-Stacheldraht aus. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber ich bin mega angespannt. Das ist einfach so eine Spannung in der Luft hier. Weil hier war auch die Wagner-Gruppe. Die Wagner-Gruppe. Lecco mio. Nee, du. Ab zum Auto zurück und erstmal was essen auf den ganzen Stress hier. Ich halte die ganze Zeit mein Handy bereit, um Livestream zu starten, falls sie mich festnehmen wollen. Schon wieder die Grenzpolizei. Die fahren hier ständig lang. Da kommt schon wieder so ein Auto. Jetzt werde ich aber festgenommen. Junge, schiebe ich Panik hier. Halb neun. Wir haben es geschafft. Oh, hallo Auto. So, 9 plus 15, 24 Kilometer heute gelaufen. Kommt ins Auto und es wartet was zu essen auf einem. So, heute sind wir fertig, morgen geht's weiter. One person is. Is it problematic if I stay here? No. Pasina Rosas. Here is border Ariel. Okay, thank you. Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch auch. Da wurde ich direkt mal kontrolliert. Boah, Alter, wir haben 10 Uhr oder was. Ich habe so lange gepennt. Das war aber auch bitter nötig. Die haben hier in die Bude reingeguckt. Hier ist alles vollkommen verwüstet und unordentlich. Das war jetzt peinlich. Ich denke, ich werde hier nochmal eine Nacht verbringen, um einfach mal abzuklinken. Und mal gucken, ob die wiederkommen. Ich glaube, die kommen wieder. Aber hier ist einfach so schön ruhig. Ich habe so grandios gut geschlafen hier. Das ist bestimmt wie in Kaliningrad. Nö, kein Problem, du kannst hier übernachten. Und morgen stehen hier überall mit Panzern herum und kommen zu mir und sagen, fahren Sie bitte weiter, Sie machen uns viel Arbeit. Naja, wir werden es herausfinden. Nächsten Tag. Oh, das ist so toll. Ein paar Tage in der Stadt verbringen und dann hier draußen in der absoluten Stille. Ja, es ist nichts weiter passiert. Also fahren wir mal weiter. Boah, ich bin echt tiefenentspannt, ey. So, meine Lieben, da wären wir. Ich habe gerade noch schnell meine Decke gewaschen. Wir sind jetzt in der schönen Stadt namens Druskininkai. Wir waren zuletzt dort ungefähr. Das ist eine Entfernung von ungefähr 80 Kilometer Luftlinie. Dazwischen gab es halt immer nur Dörfer. Und hier befinden wir uns in einer wunderschönen Stadt. So, fällt nicht allzu sehr auf mit der Decke hier am Trocknen. Ja, ist ganz nett hier. Also auffällig ist, dass hier viele Kinder und Familien unterwegs sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Kurort ist oder ein einfach so eine Urlaubsstadt. Aber das müssen wir noch rausfinden. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Kurort. Ich dachte, das wäre vielleicht so eine post-sowjetische Stadt wie Visagina in Ignalina in der Nähe. Aber nein, hier wird man echt immer wieder überrascht. Wir sind übrigens 2 Kilometer von der Grenze entfernt und hier ist echt Feuerstimmung. Hier sind wir in einem Schwimmbad, Aquapark East Island, ein Spa. Hier kann man sich wahrscheinlich mit Birkenstöcken schlagen lassen. Ey, was ist das für ein Ort? Ich habe mit Ghettos oder heruntergekommenen Häusern gerechnet. Aber dass das so ein Kurort ist, 2 Kilometer von der Grenze entfernt. Ich habe eben noch mit jemandem gesprochen, er hat mir ein Sowjetmuseum oder einen Park empfohlen. Ansonsten, die Leute reden hier auch ungern Englisch. Ich will die auch nicht mit irgendwelchen Putin-Fragen oder sowas belästigen hier im Urlaub. Hier denkt keiner an Krieg und es ist alles wirklich entspannt. Das sollte wohl reichen als Eindruck. Hallo. Hi.
Hallo, du Süßer. Na, wie geht's dir? Na, alles gut. Du findest es hier auch entspannt, ne? Sag dem Herrchen, du hast eine Zecke rechts. So, meine Süßen. Ich habe Raketeneinschläge gehört. Das Geräusch, was man jetzt hört, das ist die Pumpe von meiner Heizung. Aber vorhin habe ich Richtung Weißrussland dicke, fette Raketeneinschläge gehört. Garantiert, das waren keine Maschinengewehre, sondern dicke Bomben. Ich habe dann hier rausgeguckt, habe natürlich nicht daran gedacht, die Kamera zu holen. Aber ich habe dann rausgeguckt, habe hier noch Leute mit den Hunden herlaufen sehen, die da total entspannt waren. Also scheinbar ist das normal hier in der Ecke. Ja, was heißt normal? Also scheinbar haben sich die Leute hier daran gewöhnt. Aber ganz ehrlich, Alter, was sind denn das für... Besonders Weißrussland, oben in Narva, Grenze zu Russland, habe ich ja eine Drohne und Schüsse gehört. Okay, aber hier an der Grenze zu Weißrussland wird man in Lettland 20 Kilometer von der Grenze fast festgenommen, weil der Ausnahmezustand ist. In Litauen, auf Höhe von Vilnius, erzählen die Leute an der Grenze wieder, die Wagner-Gruppe herumläuft, um Litauen zu bedrohen. Und hier, relativ weit im Süden, hört man dann in Weißrussland Raketeneinschläge. Das ist echt mies, Alter, das ist wirklich mies. Also ich fühle mich jetzt hier noch sicher und so, ich glaube, ich werde auch gut schlafen können. Aber das ist echt mies. Das ist richtig, richtig mies. Der Lukaschenko ist echt eine Puppe von Putin, ne? Ist echt einfach nur sein Werkzeug. Das ist sowas von Putins Handschrift, einfach so ein Psychoterror zu machen. Wir haben jetzt fast 10 Uhr. Vor etwas über einer Stunde ist die Sonne untergegangen. Und schön zum Schlafen gehen, schießen die erstmal da drüben mit Raketen herum, dass man hier überall hört. Was für eine Provokation, ey. Boah, ey. Krass, Alter. Das macht wütend, ey. Das macht echt, das ist... Das ist richtig mies. Okay, egal, ich gehe jetzt pennen. Schlaft gut. So, wundervolle Nacht gehabt. Ganz ruhig gewesen. Jetzt muss ich noch die Decke wegräumen. Oh, im ganzen Auto riecht es nach Waschpulver. Ach, da kommen die nächsten Camper. Ja, also hier die Stadt, die ist ja offensichtlich echt tiefenentspannt. Gucken wir uns mal dieses Museum an, das sich dort oben befindet. Da müssen wir 10 Kilometer zurückfahren. Okay. Guck mal, hier gibt's einen Lama, was soll das denn werden? Aber ich glaube, der Typ auf der Fähre nach Liepāja, ganz am Anfang meiner Reise, der hat mir davon erzählt und der sagte, das war obergeil. Ich glaube, der Mann in der Fähre hat mir erzählt, dass diese ganzen sowjetischen Symbole eigentlich zerstört werden sollten. Aber der Typ, der hier den Park aufgemacht hat, hat die heimlich aufgekauft, weil er ein Fan davon war und deswegen ist dieser Park entstanden. Also die haben hier sowjetisches Geld, die haben sowjetische Dokumente, die haben hier überall solche Statuen und alles mögliche. Also wer sich für die Sowjetunion interessiert, sollte auf jeden Fall hier hinfahren. Eintritt kostet 12 Euro, ist schon etwas happig, aber man kriegt hier doch ordentlich was zu sehen. Alter, habe ich mir in die Hosen gemacht. Hier ist ein verdammter Braunbär. Oh, sorry, könnt mir doch nicht sagen, dass das sicher ist. Der klettert hier doch locker hoch. Ach du meine Güte. Ich merke gerade, selbst die Spielplätze sind aus der Sowjetunion. Echt heftig. Ich krieg bestimmt Ärger, wenn ich da drauf gehe. Autsch. Ah, 12 Euro. Ich finde die Sowjetunion ja irgendwie schon interessant. Für mich hat sich das gelohnt. Nochmal würde ich da vermutlich nicht reingehen. Aber wenn man in der Nähe ist... Dann auf jeden Fall. Die Stimmung ist hier natürlich megamäßig cool. Boah. Das ist ja wie bei Schindlers Liste. Dass hier die weißrussische Grenze 10 Kilometer entfernt ist, scheint hier niemanden zu interessieren. Brauchen wir auch gar nicht so großartig Leute anquatschen. Ist halt ein Urlaubsort. Fahren wir weiter. So, ich musste anhalten. Es gibt nämlich ein gewaltiges Problem. Ich habe nämlich Nachrichten bekommen, dass die polnischen Soldaten zur weißrussischen Grenze bewegt wurden. Das ist sowas von scheiße. Hier lese ich was von Mobilisierung der aktiven Soldaten. Ich kann in den Nachrichten nichts lesen. Das ist sowas von scheiße. Ich zeige erstmal die Karte. Ich erkläre euch an der Karte, warum das total scheiße ist und ich gerade voll am Arsch bin. Ich habe gestern VW Vendetta geguckt. So, wir waren zuletzt hier in Drukinininikai. Sehr toll. Jetzt sind wir da oben. Wir sind direkt
an der polnischen Grenze, Suwałki. Ich hatte eigentlich vor, dort schleunigst rüber zu fahren, weil dieser kleine Abschnitt hier, an dem wir uns befinden, diese kleine Grenze, die Litauen und Polen verbindet, nennt man den Suwałki-Pass. Das hier ist Weißrussland. Das ist Kaliningrad, gehört zu Russland. Wenn sie Europa oder die NATO angreifen wollten, würden sie genau diesen Suwałki-Pass hier sofort einnehmen. Also wäre es jetzt eigentlich besser, wenn ich in Polen wäre. Da jetzt aber Polen eine Mobilisierung, weiß ich nicht, oder nur eine Bewegung der Soldaten macht und ich in Polen geboren wurde, kann es sein, dass ich in Polen einberufen werde, dass ich dann beim Militär lande. Mist, Alter, Mist. Ja, was macht man denn da? Mein Plan ist es momentan, dass wir jetzt nicht nach Polen rüberfahren, sonst kommen die nächsten Videos aus der polnischen Kaserne, sondern dass wir erstmal in Litauen bleiben und uns den Suwałki-Pass von hier aus ansehen und erstmal abwarten, was da so passiert. Wie gesagt, ich habe noch keine offiziellen Nachrichten aus der Presse. Wenn sich die Situation zuspitzt, dann werde ich vielleicht sogar mit der Fähre von Klaipeda nach Deutschland rüberfahren und Polen komplett überspringen. Oder wenn sich die Situation etwas entspannt, versuche ich es trotzdem, die weißrussische Grenze entlang zu fahren. Verdammte Kacke. Das regt mich auf. Ah, Mist, Alter. Ich hatte so viel Tolles vor. In Polen, zur Ukraine rüberfahren. Das ist jetzt natürlich doof. Naja, mal schauen, was die nächsten Tage so bringen. Boah, unglaublich. Ich hocke hier, wollte mal Pause machen. Der Mann kam vorbei, hat telefoniert und hat mich dann gefragt, wie viele Personen hier sind. Ach, bestimmt kennt der Typ jemanden an der Grenze und hat dem Bescheid gegeben. Ach, ich schäme mich so sehr, das ist... Guck mal, die ganze Familie hockt dort schon seit 3 Stunden im Feld und buddeln dort herum. Und ich hock hier, trinke meinen Kaffee und mache meine 1 Stunde IT-Arbeit. Das nur, weil die woanders geboren wurden, ne? Hammer. Naja. Ja, und hier an der Stelle beginnt er, der Suwałki-Pass. Die Achillesferse der EU oder eher gesagt des Baltikums. Wenn die Russen die NATO angreifen, dann werden die hier von dort hinten anfangend dort komplett durchziehen und alles einnehmen, um das Baltikum von der EU abzuschneiden. Wir fahren hier einfach die Grenze entlang, bis wir hier an diesem Dreiländereck zwischen Kaliningrad, Litauen und Polen sind. Schauen uns die Dörfer dazwischen an, die Landschaft. Aber dieser Bereich ist natürlich ein ganz heißer Bereich. Okay, das wird interessant. In Kaliningrad wurde ich fast festgenommen letztes Jahr. Ich versuche diesmal ein bisschen vorsichtiger zu sein. Naja, mal schauen. Das hier ist der Baltaissee, direkt am Suwałki-Pass. Ich muss mir vorstellen, wie die Russen sich wundern, wie toll wir es hier haben, wenn sie rüberkommen würden. Ja, die Landschaft gestaltet sich ja die ganze Zeit gleich. Die ganzen 50 Kilometer, die wir gefahren sind, waren geprägt durch viele Schotterwege. Die Hauptstraßen sind natürlich aus Asphalt. Man hat überall einzelne Bauernhöfe. Es gibt viele, viele Seen entlang der Grenze und natürlich auch überall Felder ohne Ende. Man kann hier hoffentlich neben dem Rauschen des Windes noch das laute Rauschen der Autobahn hören auf der Seite. Das ist nämlich die Hauptschlagader zwischen Polen und dem Baltikum. Das ist der Grund, warum wir hier einen Stopp gemacht haben. Weil wenn die Russen kommen, dann werden sie diese Autobahn als erstes wegbomben, um eben die Verbindung zwischen dem Baltikum und dem Rest der EU zu trennen. Ich habe mein Handy vergessen natürlich. Ich hole es eben kurz und dann laufen wir da direkt rüber und gucken uns das mal an. Was ist denn los? Ich krieg gar kein GPS-Signal. Da haben die hier GPS-Jammer? Das könnte sein, ne? Was ist denn das? Stopp, stopp, stopp. Darf ich hier durch oder nicht? So. Da wären wir. Das ist es noch nicht. Die Autobahn ist dahinter. Warszawa, Warschau. 317 Kilometer. Sämtliche Güter, die aus Europa kommen, wandern hier nach Litauen bzw. in das Baltikum hinüber. Es gibt noch die Möglichkeit, mit der Fähre rüberzusetzen, aber die Fähren können nicht ansatzweise so viel transportieren wie diese Straße hier. Oh, endlich mal ein bisschen Ruhe. Die Leute leben hier vor sich hin in aller Frieden, direkt in Suwałki-Pass.
Hammer. Oh, geil. Ist ja wie in diesem Sowjetpark, in dem wir drin waren. Was machen die denn da? Machen die da einen Schneeball? Google Maps liefert. Memorial of Victims of Fascism. Ah, der Opfer des Faschismus. Abgesehen von der Autobahn ist es hier so friedlich. Es macht echt Spaß, hier einfach so spazieren zu gehen. Oh, was für eine Tour. Ich werde heute mal hier bleiben. Ich werde mir einen schönen Tag machen, dann hier übernachten. Weil es ist ja echt eine richtig schöne Stelle hier, mitten im Suwałki-Pass. Und dann werden wir morgen weiter bis nach Kaliningrad fahren. Die andere Seite Russlands. Ja, letztes Jahr hatte ich da massive Probleme. Da wollte ich nämlich schon in den Knast stecken. Ich denke, ich gehe hier auch noch eine Runde schwimmen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Boah, Militärhubschrauber. Eieieiei. Der flog jetzt von Polen ins Baltikum rein. Wow. Kann ich alles nicht lesen. SSRS, das ist wahrscheinlich irgendwas mit Sowjet. Wow, ey. Direkt an der Grenze so ein riesen Bunker erstmal. Ja, und mit dabei Reste von Raketen. Wow. Hülsen. Das könnten die Reste von einer Mörsergranate sein oder so. Ey, da ist was drin. Das ist doch alte Munition oder was da drin. Hammer. Hier ist der Haupteingang, natürlich verbarrikadiert. Was man nicht alles so an den Grenzen findet. Ich bin da. Also die restlichen 3 Kilometer, würde ich sagen, bis dort runter, dort sind wir, müssen wir laufen. Ich habe hier oben schon die Grenzpolizei gesehen. Ja, und wir müssen jetzt den ganzen Weg darunter laufen. Papiere, Reisepass, Handy. Nein, vielleicht Dreckswanderschuhe. Ja, Fenster zu machen. T-Shirt trocknet. Los geht's. Hört ihr das? Das hört sich nach sehr schwerem Gerät Richtung Weißrussland, Richtung Kaliningrad an. Ja, wie gesagt, ich habe da hinten schon Grenzpolizei gesehen. Das war auch nicht das Militär, sondern tatsächlich die Grenzpolizei. Und wenn ich die dort schon beim Vorbeifahren gesehen habe, dann gehe ich davon aus, dass das ganze Gebiet hier wirklich sehr gründlich kontrollieren. Ich habe Paranoia. Aber die Geräusche, das hört sich an wie ein riesiger Schredder. Hier sind etwas breitere Reifen, ein bisschen wie LKW-Reifen. Vielleicht sind das auch nur Leute, die da Holz hacken. Ach, Gott sei Dank. Das scheint tatsächlich nur Holzfällerarbeiten zu sein. Ah ja. Hier hüpfen die ganze Zeit links und rechts Tiere weg. Das heißt, hier fährt selten etwas her und läuft selten etwas her. Außer natürlich solche Rehe hier, ne? Also, wir sind hier echt in der Knüste. Hauptsache, wir werden nicht hier irgendwie wieder von der Grenzpolizei auseinandergenommen oder so. Weil darauf habe ich so langsam echt keinen Bock mehr. Auf jeden Fall muss ich wieder den Flugmodus reinmachen, sonst kann es teuer werden. Und wenn mein Auge mich nicht täuscht, dann ist das die Grenze. Ne. Da wohnt jemand direkt an der Grenze. Aber das ist Polen und nicht Kaliningrad. Für Kaliningrad müssen wir noch einige Meter nach rechts gehen. Und dann steht dort ein Monument, das ich vor einem Jahr bereits besucht hatte. Nur diesmal stehen wir dann von der anderen Seite da dran. Ach, guck mal, das ist der Weg. Das hier ist die Grenze, die hier lang führt. Und das dort ist bereits Polen. Da hinten ist das Monument. Ich muss jetzt nach Polen rübergehen? Okay, ich hoffe, mich sieht keiner. Die haben hier aber ordentlich umgebaut. Die haben hier massiv umgebaut. Dieser ganze Stacheldraht war vorher nicht da. Ja, das ist wahrscheinlich, um Abstand von der russischen Grenze zu halten, weil die Grenze ist nicht klar definiert. Es gibt so ein paar Meter graue Zone, wo die Russen quasi rüberkommen könnten und einen rüberziehen könnten. Ach du Kacke. Das Monument ist ja komplett abgesperrt. Letztes Jahr bin ich da noch rumgelaufen. Und da war nur ein Zaun direkt auf dem Drittel von Kaliningrad.
Ach du Kacke. Ach du Kacke, das zieht sich ja komplett so entlang. Heilige Mutter Maria. Letztes Jahr gab es den Zaun gar nicht. Also ich würde mal behaupten, die Situation hat sich hier nicht entspannt. Und das ist NATO-Draht. Wisst ihr, wie bestialisch diese Kacke hier ist? Das musste ich beim Militär auch machen. Man kriegt dann so spezielle Handschuhe und muss die ausrollen. Und wenn eine Jacke sich an einem Zacken da verhängt, dann darf man sich quasi gar nicht mehr bewegen. Man verhakt sich nur noch mehr da drin. Do you live nearby here? No. Okay. Tourist. So you're from Poland or? Yeah, we're from Poland. Okay. Because it's like Kaliningrad and Belarus. Okay. Tough spot here. Yeah. Okay. Thanks, ne? Enjoy. Enjoy. Ja, krass. Es ist echt verrückt, nochmal hier zu sein. Also muss ich schon sagen, das drückt leicht auf die Stimmung, wenn man sieht, was für eine Wand von Stacheldraht die da aufgebaut haben. Ich versuche jetzt noch einen anderen Weg zur kalinischen Grenze und gucken, ob wir da ein paar andere Aussichten bekommen. Ah ja. Die nehmen es hier echt richtig ernst. Schranken sind ja eigentlich nur für Autos, aber nee, hier werde ich doch nicht drüber gehen. Guck mal, die haben als Gegengewicht... Aua! Ah, voll in die Brennnessel rein. Als Gegengewicht haben die Bremsscheiben genommen. Wenn wir darüber gehen, dann kommen die auf jeden Fall. Ich gucke noch, ob es hier irgendwelche Kameras gibt. Nein, gibt es nicht. Aber entlang des Zauns gibt es überall Kameras. Genauso sah letztes Jahr die Grenze von Polen zu Kaliningrad aus. Und das ist nur eine Grube, die der Förster gezogen hat, damit die Bäume hier nicht überall durcheinander wachsen. Und jetzt haben wir dort eine Wand von NATO-Stacheldraht, der scheinbar die komplette Grenze entlang führt. Vermutlich 200 Kilometer lang. Mann. Ich muss auch sagen, jetzt da ich die ganzen Grenzen und die Raketeneinschläge gehört habe und mit den Leuten gesprochen habe, wo die Wagner-Gruppe an der EU-Grenze stand, wird die Situation irgendwie persönlich. Das ist ganz komisch. I only speak English, sorry. Okay. Yes? The car... The white car is mine, yes. It's a camper. This is a border control, right? Border police? Or it's a stable outside. Yes, okay. Alright, okay. Thanks. Bye. War ja so klar. Totale Kontrolle hier. Also pennen tue ich hier nicht. Das letzte Mal habe ich an der Kaliningrad-Grenze wunderbar gepennt. Diesmal würde ich es nicht tun, weil ich weiß, dass die mich beobachten die ganze Zeit. Der Typ hat meinen Pass aber ganz genau auf Echtheit kontrolliert. Oh, reicht dir, jetzt hauen wir ab hier. Bloß weg, Kaliningrad. Hallo Auto. Was hängt denn da runter? Ja, ich bin aber auch durch die Knüste gefahren. Erstmal das Internet wieder anmachen und checken, wie die aktuelle Situation ist. Aserbaidschan, Krieg mit Armenien. Konflikt im Südkaukasus, da kommt der nächste Krieg. Sehr gut. Nicht. Polen. Visa-Affäre. Visa, Migration, ja. Ukraine will Polen, Ungarn, Slowakei wie neue Verbote. Getreide anklagen. Importbeschränkungen. Deutsche kaufen mehr Häuser in Nachbarland Polen. Tote Babys nach Insta. Ja, weißt du? Ja, dann checke ich noch meine Kontakte ab. Ja, die sagen dasselbe. Wahrscheinlich ein Fehlalarm. Ja, aber lieber ein Fehlalarm als einen Fehler machen und dann im Knast zu landen. Ja, das bedeutet, jetzt geht's nach Polen. Irgendwie traurig. Ich war jetzt wie lange? 2-3 Monate im Baltikum? War schön hier, war richtig schön hier. War richtig, richtig schön hier. So, wie immer, da ist Deutschland, Polen, da in der Ecke sind wir. Kaliningrad, Russland. Weißrussland? Russland. Hier sind wir den Suwałki-Pass entlang gefahren und wir fahren quasi auf der polnischen Seite hier wieder zurück und versuchen irgendwo hier Anschluss zu finden. Und außerdem haben wir dann den kritischen Suwałki-Pass von beiden Seiten einmal besucht. Englisch. Okay. Wow. Yes. You're alone? I'm alone, yes. Where are you going now? Is this already Poland here? I didn't see no sign. Here is Poland, yes. Okay. You are traveling around Europe? Yes, exactly, since 3 years now. This car, yeah? With this car, yes. Wow. You see? London, Greece, Montenegro. Which place is your favorite where you were? For me, it's not about the place, it's about changing the places. Uh-huh. It's amazing to just see new things all the time. Uh-huh. Ja, die hatten wohl echt Langeweile da an der Grenze. Ja, dann sind wir offiziell in Polen. Juhu! Dzień dobry!
Vizaini oder sowas. Oh, scheiße. Die haben hier gar keinen Euro. Ich muss Geld wechseln. Habe ich noch Zlotys? Schweiz, Euro. Das ist Tschechien. Das ist Schweden. Das ist der Zloty. Gott sei Dank. 150 Zloty. Ist das viel oder ist das nicht viel? Ich weiß es nicht mehr. Guckt euch das an. Wisst ihr, wo das her ist? Das ist Albanien. Das hier ist ja offensichtlich, ne? Wisst ihr, wo das her ist? Bulgarien. Das hatten wir im ersten Reisevideo. Russland. Und jetzt kommt das Geilste. Schweiz. Wenn ihr in die Schweiz fahrt, dann nehmt 100 Euro extra mit und krallt euch einfach so ein paar Schweizer Franken. Wahnsinn, ne? Richtig geiles Geld. Aber egal, wir brauchen den hier. People are afraid of the conflict here because of Belarus. Ich habe dann explizit nochmal wegen dem Suwalki-Pass gefragt. Entweder die hat das nicht verstanden oder das interessierte die nicht. Sie hat dann irgendwas mit Ukraine gesagt. Die hat gar keine richtigen Sätze gebildet am Ende hin. Ich weiß nicht, was die da genau meinte. Also vielleicht, dass die Leute halt eben an der Grenze zur Ukraine besonders Angst haben. Und jetzt nicht wegen Kaliningrad und wegen Weißrussland. So, Wasser ist gekauft. Dazu noch Trauben und, ganz wichtig, Bier. Bier ist mehr wert als Geld hier in Polen. Wenn ihr Bier kauft, dann kauft euch Perua Export. Habe ich mir mehrfach sagen lassen, dass das beste Bier in Polen ist. Werde ich garantiert irgendwen als Dankeschön in die Hand drücken können. Sowas ist immer gut, wenn man auf Reisen ist. Aber warum ist es hier schon so dunkel? Sprzedam heißt zu verkaufen. Ach ja, wir sind in Polen. Gibt's ja eine andere Zeitzone. Oh, Alter, ey. So viel Veränderung auf einmal. Do you speak English? A little bit? A little bit English. Just a little bit. Yeah? Yes? No? No. Okay. Einer hat mich angeguckt, als wäre ich ein Geist. Also ich prophezeie, wir werden hier niemanden finden, mit dem wir reden können. Was mich brennend interessieren würde, ist, ob die hier auch Zahlen als Klingeln haben. Nee, die haben Namen. Nee, die haben Zahlen. Und Namen. Friedrich. Karowitsch. Sokowski. Ja, es geht zurück zum Auto. Das macht keinen Sinn mehr. Das ist einer der Abende. Wenn ich so weitermache, dann werde ich auf irgendeinem Sportplatz landen mit irgendwelchen Leuten, bis 7 Uhr morgens Wodka trinken. Das wollen wir alle nicht. Aber wir haben einige Eindrücke gesammelt, Meinungen gehört. Deswegen hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar dazu. Gegen Ende wurde es ja noch ein bisschen spannend. Aber was ihr dann immer in den Kommentaren schreibt, das haut mich immer voll aus den Socken. Deswegen schaut auch auf jeden Fall in den Kommentaren vorbei. Wir wissen ja jetzt, Vilnius, Hauptstadt von Litauen, ist alles relativ cool. Richtung der weißrussischen Grenze wird alles relativ uncool. Da sieht man die schöne rote Linie von Druskininkai hoch und wieder hier runtergefahren. Hier scheinen die Leute auch ein bisschen Angst zu haben. Aber richtig interessant wird das jetzt nochmal im nächsten Video, wenn wir wieder an der weißrussischen Grenze sind. Weiß Gott, was danach noch alles passieren wird. Deswegen sage ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns unterwegs.